Assassin's Creed Black Flag, Folge 44, und wir sind immer noch hier in der Abstergo Entertainment Systems, bei Abstergo Entertainment Systems, und wir haben ja hier diesen Computer gehackt von dem CCO in der letzten Folge. Und gehen wir mal zurück, wie es jetzt weitergeht. Gewiefte Bastard, ein Pirat durch und durch. Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Leichtgläubig wie immer. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel fernzünde. Als ob das geht, den Ohrstöpsel fernzünden. Denk nicht mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Die Frage, die ich jetzt immer noch stelle, ist, wer ist das, der uns da die Anweisung gibt? Vielleicht werden wir ihn ja irgendwann auch mal kennenlernen. Ah, hier ist die Lobby. Wie war der Café Lungo? Ich habe geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach, das ist wieder unser Kurier. Ach, komm! Das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen. Nur scheiß Kaffee. Ah, hurra! Unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Die sind immer noch sehr, sehr freundlich. Wir sollten uns mal diese Sicherheitsfirma aus Chicago ansehen. Die wissen, was sie tun. Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Okay. Er ist angeblich auf der guten Seite. Schauen wir mal, ob das stimmt. Er meldet sich auf jeden Fall wieder. Wir werden jetzt erstmal wieder zu unserem Arbeitsplatz gehen und unsere Arbeit fortführen. Du wurdest nicht gehackt, oder? Kommen wir denn jetzt hier in diese Bereiche rein? Level 2, ja. Können wir uns vielleicht mal umschauen. Wow. Aha, interessant. Können wir jetzt mal so ein bisschen rumhacken hier. Ja gut, das ist allerdings, das sind wahrscheinlich so Nebenquests oder Nebeninformationen, die man sich hier holen kann. Die aber jetzt für mich eigentlich erstmal ohne Belang sind. Naja. Gehen wir mal zurück zu unserem Arbeitsplatz. So. Und dann geht's jetzt weiter. Mit der Geschichte von Edward, und wir werden wahrscheinlich... Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwart. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Okay. Mal wieder eine Vergangenheitsszene. Weiter geht's. Wir sind immer noch in Nassau, Bahamas. Juli 1718. Jawohl. Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen?
Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin hier sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich wohl hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du wüsstest gern mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Wo? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Jesus. Oh, da wurde geschossen. Dann gehen wir uns das mal anschauen. Ich sehe gerade links auf der Karte ist ein Aussichtspunkt, aber der ist aber weiter weg, glaube ich. Ja, der wird da oben, glaube ich. Oder? Ne, da ist er. Dann machen wir den mal eben, weil wenn wir schon einmal dabei sind, können wir den Aussichtspunkt ja ganz easy going. Ganz easy going mal synchronisieren. Jawohl, ein zweiter Aussichtspunkt in Nassau. Wir können so ein bisschen übers Meer schauen. Oh, da ist aber richtig was los auf dem Wasser. Oder auf dem Meer. Das sieht mir förmlich danach aus, als würde es jetzt gleich eine Riesenschlacht geben. Auf Meer. Auf dem Meer. Wir bitten um Parley. Wir bitten um Parley. Okay. Schauen wir mal. Oh. Das war's dann. King George ist unsere Sperrenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Thatch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Der Hasenfuß. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Das werden wir wahrscheinlich rausfinden. Ich dachte, unser Empfang würde ruppiger verlaufen. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Hauptwendigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Gouverneur Rogers. Wow. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Mhm. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cochrane auch mit. Das sieht nach Vergeltung aus. Ein wenig. Ausschwärmen, Männer! Und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser!
Ja, toll, super. Das behandelt ist, als wäre es unser. Hallo, hallo, lass... Oh. Hallo, spring da rüber! Hallo, spring da rüber! Ihr da, auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Aua! Los! Puh, knapp. Ganz schön knapp. Commodore Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Gouverneur. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschwätz, Gouverneur. Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen. Wenn nicht, nähren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Feigt, Commodore! Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät, und ich treffe alle Entscheidungen! Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Neues Missionsziel nicht sehen lassen. Ja, toll. Die Karten, Commodore, sind bereit. Gouverneur Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Tja. Wir müssen wahrscheinlich jetzt... Ich vermute mal, dass wir da rein müssen. Irgendwie über diese Mauern, dass wir da rein müssen, um irgendwie vielleicht ein Gespräch zu belauschen, aber erstmal nicht sehen lassen. Würde ich jetzt behaupten, dass wir da rein müssen. Bis jetzt hat sich noch nichts getan. Tja, was heißt das jetzt? Fort infiltrieren. Genau wie ich es nämlich gedacht hatte. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, super klasse. So wie ich es mir schon gedacht hatte. Warnungssperrgebiet, ja. Ja. Alle hopp. Alle hopp. Mein Gott, dass das jetzt anfangen muss zu schütten, das ist doch irgendwie, ne? Wo kommen wir denn jetzt hier rauf? Kann man hier klettern? Nein. Irgendwo muss es ja was geben. Gehen wir mal hier weiter. Ah, da oben steht schon ein Wachmann, der Wachtmann. Und Edward muss das Fort infiltrieren. Und das seht ihr in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Black Flag. Also, macht's gut. Ciao.